Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um die Monatshygiene. Und die Monatshygiene ist komischerweise immer ein Thema, was mit ein bisschen Ekel und Scham verbunden ist. Wir Gynäkologen verstehen das sowieso nicht, aber auch in der Bevölkerung da draußen ist das immer so ein Tabuthema und deswegen spreche ich das heute an. Monatshygiene umfasst logischerweise den Zeitraum der Regelblutung und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie ich mit der Blutung umgehe bzw. wie ich diese auffange. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, ob es jetzt die Binde ist, das Tampon, ein Schwamm, diese Menstruationstassen oder sogar die kontrollierte Blutung. Was das alles ist, erkläre ich gleich. Vorweg möchte ich aber noch sagen, dass das Thema Monatsblutung überhaupt kein Tabuthema sein sollte. Der Mensch fürchtet sich oder schämt sich irgendwie vor allen Körperausdünstungen, ob es jetzt Schweiß ist, Urin, Kot oder auch die Blutung. Es gibt so viele Körperausdünstungen, die einfach vom Menschen immer so als eklig empfunden werden, wobei das Normalste der Welt ist. Ich finde immer so, als ob man sich vor der Nahrungsaufnahme ekelt oder sowas. Also es ist etwas, was uns alle betrifft, die Männer natürlich bei der Monatsblutung ein bisschen weniger, aber der Rest betrifft einfach jeden Menschen und deswegen ist es absolut kein Thema, was irgendwie tabuisiert werden sollte, sondern offen angesprochen werden sollte. Gerade junge Mädchen trauen sich nicht darüber zu sprechen mit den Freundinnen oder mit der Familie über die Monatsblutung, aber gerade das sollte passieren, damit man sich austauscht und damit man wirklich gefährliche Umstände vermeidet und auf diesen gefährlichen Umstand, den es da gibt, komme ich gleich auch noch zu sprechen. Wir gehen jetzt die einzelnen Methoden, wie man mit der Blutung umgehen kann, einmal durch und vergleichen die auch so ein bisschen. Und unterm Strich, das werde ich ganz zum Schluss auch nochmal sagen, muss aber jedes Mädchen und jede Frau irgendwie das Mittel der Wahl für sich finden. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwas empfehle oder irgendwie sage, das ist das Beste, sondern man muss sich natürlich damit wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, unterm Strich das Allerwichtigste, ein individueller Umgang mit der Regelblutung. Als erstes sprechen wir den Klassiker schlechthin an, das ist nämlich die Damenbinde. Die gibt es schon seit Anno Dazumal. Also schon Ewigkeiten gibt es Damenbinden. Früher bestanden die natürlich aus so Leinen und Baumwollstoffen, die man sich ins Höschen gemacht hat, vollgeblutet hat, danach wieder schön gewaschen hat und wieder benutzt hat. Heutzutage sind das natürlich hochkomplexe Damenbinden, die einen Ultrakern haben, die extrem viel Saugkraft haben, die Flügel haben, Duftstoffe, luftdurchlässig, luftundurchlässig. Da gibt es diverseste Möglichkeiten an Damenbinden. Das Prinzip jedoch, das bleibt gleich, man fängt also das Blut, was aus der Gebärmutter kommt und durch die Scheide nach draußen gelangt, eben auf. Der Tragekomfort, die einen Frauen schwören drauf, die anderen sagen, kann ich überhaupt nicht haben, gerade wenn da so ein bisschen Blut mit drin ist, fühle ich mich sehr, sehr unwohl. Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, wo man sagen muss, das muss einem gefallen eben oder nicht. Ein anderer Punkt ist der ökologische Aspekt, denn das sind natürlich Einmalprodukte und eben dadurch auch Wegwerfprodukte. Der ökologische Punkt ist natürlich die eine Sache, dass man sagt, okay, die werden für einmal Gebrauch produziert, hergestellt, dafür müssen Bäume sterben und dann schmeißt man das Ganze in die Tonne und das ist heutzutage auch ein bisschen schwerer recycelbar, weil da eben diese Ultrakerne drin sind, die nicht immer auch ganz ökologisch sind, sodass man die erschwert wieder recyceln kann. Und der andere Aspekt ist natürlich ein finanzieller Aspekt. Man sagt, dass man so zwischen 150 und 200 Euro, das ist eine Zahl, die ich jetzt gefunden habe, im Jahr für Binden ausgibt. Und wenn wir schon an diesem Punkt angelangt sind, dann müssen wir natürlich auch über die Tampons sprechen. Die Tampons, das ist so, würde ich sagen, heutzutage die beliebteste Form der Menstruationshygiene. Tampons ist nichts anderes als gepresste Baumwolle, gepresste Watte, gepresstes Vlies und auch synthetische Fasern sind dabei, also eben nicht natürliche Fasern, die so weit gepresst sind, dass wenn sie mit Flüssigkeit in Berührung kommen, so eine große Saugkraft entwickeln, dass die auch das Fünffache ihrer Größe dann einnehmen und dadurch eben einen guten Schutz vor einer Blutung oder auch vor unschönen Flecken bieten. Auch diese gibt es in diversesten Variationen. Die gibt es auch überzogen mit einem Film, dass das Einführen eben nicht so schmerzhaft ist. Die gibt es auch in verschiedenen Größen und da muss auch jede Dame für sich rausfinden, welche Größe denn angebracht ist. Tragekomfort wird eigentlich von allen Frauen als gut empfunden. Man spürt irgendwann den Tampon eigentlich fast gar nicht mehr. Und da besteht auch eine Schwierigkeit und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, denn diese synthetischen Fasern unter anderem, aber auch die Baumwoll- und Vliesfasern sind ein super Nährboden im Zusammenhang mit einer Warmflüssigkeit für Bakterien und vor allen Dingen für Staphylokokken. Und da gibt es ein Syndrom, das Toxic Shock Syndrom. Und das ist ein potenziell lebensgefährliches Syndrom und wird durch diese Staphylokokken, also diese Bakterien, verursacht, die sich in so einem Tampon einnisten können und das kann wirklich fulminanter Verlauf sein, das heißt sehr, sehr schnell zu Fieber, Schüttelfrost und auch einer Blutvergiftung führen. Wir haben das gar nicht mal so selten, dass ein verlorener Tampon oder ein vergessener Tampon dazu führt und dann kommen irgendwann die jungen Mädchen zu uns oder auch älteren Frauen und haben eben so ein Anzeichen von diesem Toxic-Shock-Syndrom.
Und das birgt natürlich eine Gefährlichkeit, wenn man dieses Tampon zu lange drin lässt. Man sollte es also spätestens nach 8 bis 10 Stunden entfernen, weil sich eben sonst da die Gefahr bilden kann, dass da sich Keime einnisten. Und das macht das Tampon eben auch unter anderem ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Denn es wird gerne mal vergessen und dann wird ein neues hinterhergeschoben und dann hat man das eine wirklich ganz verloren und das ist mittlerweile dann 5, 6, 7 Tage drin und das kann wirklich ganz gefährlich ausgehen. Unter anderem, neben diesem Aspekt ist natürlich auch wieder der ökologische Aspekt anzusprechen. Auch hier haben wir wieder ein Einmalprodukt, was einmal hergestellt wird und auch mit synthetischen Fasern behaftet ist, also nicht recycelbar, nicht gut recycelbar ist und eben entsprechend weggeworfen wird. Also ökologischer Aspekt, der wieder nicht hundertprozentig gegeben ist und auch der finanzielle Aspekt. Auch hier 150 bis 180 Euro im Jahr gibt eine Frau aus für Tampons. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, welche Firma, welche Marke, welche Ausführung etc. pp. Jetzt haben wir die 2 Wegwerf- oder auch Einmalprodukte besprochen. Dann hat sich die Industrie gedacht, da brauchen wir doch irgendwas anderes, auch um an die Natur zu denken, aber auch um die finanzielle Belastung der Frau ein bisschen zu minimieren. Und das Erste, was erfunden wurde, ist so ein Schwamm. Quasi dasselbe Prinzip wie einem Tampon. Ein natürlicher Schwammprodukt nimmt natürlich Flüssigkeit auf, vergrößert sein Volumen und kann dadurch auch ganz gut viel Blut aufnehmen. Aber dieser Schwamm ist nicht so saugstark wie ein Tampon zum Beispiel, weil das eben nicht gepresst ist und in kleinste Form gebracht wird, sondern so ein Schwamm hat schon diese Porengröße und kann sich eben nur bis zu einem bestimmten Punkt aufsaugen. Das kennen wir vielleicht irgendwie vom Haushalt, wenn uns irgendwie die Flasche Wasser runtergefallen ist und wir das aufwischen, dann schafft dieser kleine Schwamm eben nicht alles wegzuwischen, sondern man muss ihn zwischendurch immer mal wieder ausringen. Und so ist das Prinzip ein bisschen auch bei diesem Schwamm, den man für die Monatsblutung benutzt. Das heißt, dieser Tragekomfort ist zwar ein guter, aber man muss ihn relativ schnell wechseln. Und es kann natürlich passieren, dass man da einen kleinen Unfall hat und dass man doch Spuren an der Hose oder sowas eben sieht, weil dieser Schwamm eben nicht hundertprozentig saugt. Aber jetzt kommt der große Vorteil, man kann den wieder benutzen, man kann den auswaschen, abkochen und dann eben noch einmal benutzen, was es finanziell ein bisschen attraktiver macht für die Frauen, aber auch ökologisch attraktiver macht. Bis zu einem Jahr kann man so einen Schwamm benutzen und das macht es natürlich auch für viele so ein bisschen attraktiver, doch zu dem Schwamm zu greifen, anstatt zum Tampon. Und als Letztes kommen wir zu einem Utensil, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was wenige wissen. Erstmal kennen es gar nicht so viele und zweitens wissen die wenigsten, dass das zur selben Zeit ungefähr mit dem Tampon erfunden wurde damals in den 1930er Jahren. Und das Tampon hat sich eben durchgesetzt und die Menstruationstasse, so sieht das Ganze aus, hat sich eben nicht durchgesetzt. Aber jetzt gibt es eine Revolution an Menstruationstassen, die gibt es heutzutage in allen Formen und Farben. Das Prinzip ist relativ simpel. Ihr seht schon an meiner Gestikulation hier die ganze Zeit, das ist ganz wabbeliges Zeug. Das ist nämlich medizinisches Silikon und das ist sehr gut Schleimhaut- und auch hautverträglich. Und wenn ihr so ein Menstruationstässchen kauft, seht ihr auch, immer ist da eine Anleitung dabei. Und ihr seht ganz genau, wie man das einzuführen hat. Es gibt verschiedene Techniken. Die gängigste ist, dass man sich das Ganze einfach so als C quasi hält, einführt und was dann passiert in der Scheide ist, es geht auf. Und hier sitzt die Gebärmutter und das Blut läuft dann also direkt in dieses Tässchen rein. Ihr werdet auch in den Anleitungen sehen, dass man dieses Tässchen gar nicht so tief einführt, wie zum Beispiel, wie man es vom Tampon kennt. Das Nüppelchen hier soll zwar auch nicht rausgucken, aber eben kurz nach Scheideneingang zum Stehen kommt, dass man dann auch wieder später gut drankommt. Und man zieht das eben dann auch auf diese Art und Weise wieder raus, indem man es hier unten festhält und hier so ein bisschen draufdrückt. Dadurch löst sich dann hier oben das Vakuum, was natürlich entsteht. Und dadurch kann man das relativ leicht wieder rausholen, den Inhalt irgendwo in die Toilette schütten, das ausspülen mit warmem Wasser und wiederverwenden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dieses Ding hier hält fast 10 Jahre. Und dadurch hat man natürlich eine Einmalinvestition vielleicht 15 bis 20 Euro und kann das immer und immer wiederverwenden. Je nach Hygiene, ja, Vorlieben kann man das auch jeden Tag abkochen. Man soll es zwar gar nicht bei jedem Gebrauch abkochen, man soll es einfach mit warmem Wasser abspülen. Aber wenn man jetzt sagt, boah, ich möchte nach jedem Tag das einmal abgekocht haben, ist das natürlich auch in Ordnung. Man sagt, nach einer Regelblutung, also nach 4, 5 Tagen, je nachdem, sollte man es dann einmal abkochen für den nächsten Gebrauch dann aber. Aber während der Regelblutung kann man es auch ganz normal mit lauwarmem Wasser abwaschen. Das ist absolut ein Vorteil, was dieses Ding hat. Ein weiterer Vorteil bei diesem Ding ist, dieses Toxic-Shock-Syndrom, was ich vorhin bei dem Tampon erzählt habe, gibt es hier nicht. Es ist noch nicht nachgewiesen, dass jemals ein Tässchen ein Toxic-Shock-Syndrom, auch wenn es mal ein bisschen länger drin gelassen wurde, verursachen kann, weil es eben hier keine Stoffe gibt,
die die Bakterien als Nährboden benutzen können. Das ist eben Silikon. Das finden die total unattraktiv und sagen sich, ja toll, finde ich nichts zu essen, also gehe ich da auch nicht dran. Und deswegen gibt es hierbei auch dieses Toxic Shock Syndrom eben nicht. Und das macht das natürlich auch viel attraktiver, medizinisch auch viel attraktiver für viele Frauen. Und deswegen empfehlen das auch mittlerweile viele Frauenärzte, das einmal wenigstens probiert zu haben. Ein weiterer Vorteil ist, und ich komme auch gleich noch zu einem Nachteil, keine Angst, ist, dass dieses Ding hier am meisten Blut aufnimmt von allen Variationen, die es so gibt. Es nimmt mehr Blut auf als ein Tampon, nimmt mehr Blut auf als eine Binde und sowieso als das Schwämmchen. Das heißt, man kann dieses Teil auch ein bisschen länger drin lassen als zum Beispiel ein Tampon, viel länger als ein Schwämmchen und auch länger als eine Binde. Bis zu 10 bis 12 Stunden, sagt man, kann man das drin lassen. Das kommt natürlich auch wieder auf die Blutung drauf an, wie viel ich blute, wie oft ich das wechseln muss. Als Nachteil kann man auf jeden Fall sagen, dass dieses Ding natürlich in der Handhabung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist am Anfang. Klar, einen Tampon muss man sich auch einführen, einen Tampon muss man auch hinausziehen, kann man dann wegwerfen. Aber hier kommt man natürlich in relativ nahen Kontakt mit dem, was da abblutet. Und das möchten viele Mädchen und viele Frauen einfach gar nicht erst sehen. Ich, aber ich bin auch Gynäkologe, finde das eigentlich ganz wichtig, dass man sich da mal mit auseinandersetzt, was kommt da eigentlich raus und wie viel ist das, wie oft muss ich das wechseln, ist für uns Gynäkologen auf jeden Fall nicht unwichtig. Und auch für die Frauen finde ich es wichtig, dass man diese Grenze da einfach mal hinter sich lässt und sagt, okay, ich habe eine Monatsblutung, das ist was ganz Normales und das ist mein Blut, was da drin ist und das schütte ich in die Toilette und spüle es runter. Also eigentlich ist es ganz gut, dass man sich hiermit mal auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt. Deswegen finde ich, sollte jede Frau, wenn sie sich irgendwie vorstellen kann, das auf jeden Fall mal probieren. Aber unterm Strich, und das habe ich anfangs gesagt, muss man sich natürlich erstmal wohlfühlen, ob man sich jetzt mit der Binde, dem Tampon, dem Schwamm oder diesem Menstruationscup wohlfühlt. Muss jeder für sich entscheiden, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, allein aus ökologischer und finanzieller Sicht einfach mal probieren, tut was für die Umwelt, nicht diese Einwegartikel und Wegwerfartikel, sondern mal hier etwas Nachhaltiges, was wirklich hier, das ist zum Beispiel produziert in Deutschland, medizinisches Silikon, hält 10 Jahre, da tut man wirklich was Gutes und man tut auch was Gutes für seine eigene Gesundheit, wenn man nämlich dieses Toxic Shock Syndrom einmal gesehen hat, das ist schon eine heftige Sache. Dann gibt es noch einen Punkt, den man immer mal wieder hört und liest, das ist die kontrollierte Blutung. Ich muss schmunzeln. Also die kontrollierte Blutung hat den Hintergrund, dass die Frau merkt, wenn sie eine Kontraktion ihrer Gebärmutter hat und dann auf die Toilette geht, dort sich auf die Toilette setzt, blutet, abwischt und wieder, weiß ich nicht, ins Restaurant an den Tisch sich zurücksetzt. Wenn das funktioniert, Hut ab, Chapeau. Das ist ein Körpergefühl, was man erstmal entwickeln muss, weil die Gebärmutter natürlich ein Muskelorgan ist, der genauso wie der Darm zum Beispiel oder das Herz von außen, von unserem Willen nicht beeinflusst werden kann, großartig. Es gibt natürlich autogenes Training, wo man auf die inneren Aktivitäten hören kann und die auch ein bisschen steuern kann, aber die Gebärmutter so im Griff zu haben, dass man merkt, wann man blutet und auch das Gefühl dafür hat, okay, jetzt kommt da, weil das sammelt sich natürlich in der Gebärmutter und kommt da mit einem Schwall mal raus, das kennt ihr alle, wenn ihr mal niest, hust, lacht, oder einfach irgendwo in der Stadt unterwegs seid und auf einmal macht es einmal und dann ist da ein Sprung gekommen. Das so zu kontrollieren, dass man das wirklich kontrolliert auf der Toilette entleeren kann, ist schon eine Meisterleistung. Und wenn das funktioniert, möchte ich auch gar nicht das beschmunzeln oder belächeln, ist das eine tolle Sache, keine Frage, braucht man gar nichts, außer eine Toilette in der Nähe. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich frage die Frauen auch sehr oft danach, dass das nicht funktioniert. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Auch hier, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr alles handhabt. Seid ihr mit dem Testchen vertraut? Dann schreibt mir bitte mal eure Erfahrungen oder sagt, okay, ich habe es jetzt mal probiert 2 Monate, hat ganz gut funktioniert oder hat mir überhaupt nicht getaugt. Ist alles in Ordnung? Ich würde nur gerne mal eure Meinung hören. Schreibt es bitte mal in die Kommentare und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.